ist der verzauberte Smaragdwald. Aber ich brauch den schon. Ein Felsen. Ja, ein Felsen. Oh. Da. Ein Felsen. Mann. Dies ist das Plateau des ewigen sauren Regens. Ein Felsen. Ja, ich weiß. Ich mach mal wieder raus. Escape drücken. Ich bin sicher, dass es irgendwie nützlich ist. Aber ich weiß nicht warum. Ja, ich habe dazugelernt. Also einfach mal Escape drücken, dann komme ich auch raus. So. Ich muss den Fahrstuhl benutzen. Na. Das muss ich wahrscheinlich auch benutzen, ne? Also da oben kann ich nichts bis jetzt. So, ich habe zwar das jetzt zusammengebracht, aber das bringt mir auch nicht viel. Ich fahre jetzt erstmal mit dem Auto, glaube ich. Ich fahre einfach mal irgendwie nach Hause, denke ich mal. Guck mich da nochmal ein bisschen um. Und wenn ich da nichts finde, dann beende ich auch erstmal die Aufnahme. Ja. Vielleicht gucke ich mir mal an, was ich machen muss. Aber werde ich eher nicht machen. Weil sonst wäre es ja eigentlich relativ langweilig. Denke ich mal. Oder ist es langweilig für euch, wenn ich jetzt die ganze Zeit was suche? Ich hab keine Ahnung. Moment mal, die Antenne, kann man die benutzen? Antenne. Nee. Aber den Fernseher kann man doch bestimmt benutzen, ne? Nein, ich will die Golfbälle nicht. Ja. Wunderschön. So, lassen wir mal laufen. So, ich glaube, hier kann man nichts mehr benutzen. Nee, sieht nicht so aus. So, dann würde ich sagen, beenden wir erstmal die Aufnahme hier. Sam guckt uns an ohne Max. Max ist da hinten im Alligatorpark und müssen ihn irgendwie rausholen. Und das dauert dann noch ein bisschen, bis ich das herauskriege. Wahrscheinlich später noch, deswegen höre ich jetzt erstmal auf. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge gleich, denke ich. Ich weiß nicht, wo wir sind, ob das in die nächste Let's Play-Folge wird oder ob das in dieser Let's Play-Folge einfach nur übersprungen wird. Einfach also. Mal gucken, wo wir rauskommen. Okay, dann bis gleich. So, hallo, wieder zurück. Jetzt nach einer langen Aufnahmepause von mir. Ich habe jetzt, wie lange habe ich jetzt nicht aufgenommen? Jetzt circa, 2-3 Wochen. Ich hatte einfach viel zu viel zu tun zwischendurch und ich weiß jetzt noch, wir hatten das Problem, dass wir Max nicht rausbekommen haben. Ich habe es herausgefunden jetzt, ich habe mal in der Komplettlösung geschaut und ja, wie gewöhnlich bin ich einfach zu doof, um einfach mal das Spiel richtig zu spielen, habe ich bemerkt. Also gehen wir jetzt mal wieder zurück, was wieder ein bisschen lange dauert. Benutzen das Auto. Oh, Moment mal, was ist das für eine Katze? Warte. Hallo? Kann man mit der sprechen? Hey, mein kleines, süßes Kätzchen mit dem fehlenden Auge. Wie geht es dir heute? Miau. Ist das alles, was du sagen kannst? Miau, miau. Ich glaube, sie ist durch die engen Maschen unseres Schulsystems gerutscht. Benutzen wir einfach das Auto. Mir ist auch egal. Alligator. So. Da,
habe Angst, Sam. So. Jetzt müssen wir einfach da rüber stolzieren. Einfach rüber stolzieren. Wozu ich... Ja, rüber stolziert habe ich ja eigentlich, aber... Wozu ich zu doof war? Mann, das hat aber auch lang genug gedauert. Sei still, Max. Ich hasse diesen Sport. Vielleicht, weil du ein lausiger Golfer bist? Du bist heute ein nervendes kleines Karnickel, was? Ja, warum setzt du dich nicht in diese stinkende Kabine, während ich auf wehrlose Fische einprügle? Vielleicht sollte ich dich einfach dort drinnen lassen. Habe ich schon erwähnt, was für ein lausiger Golfer du bist? Oh, wie nett die sind. Leck mich, Sam. Max ist doch eigentlich irgendwie ein bisschen süß, ne, der kleine Max. Wir müssen einfach nur die Tür benutzen und dann kommt man raus. So einfach eigentlich, aber... Hey, naja. Sam! Hey, was? Ich habe noch ein Büschel Yeti-Haare in der Kabine gefunden. Während ich mein junges Leben wartend verschwendet habe, konnte nur da sitzen, in dieser schrecklichen Kabine. Warten. Oh, Max, hör auf damit. Okay. Hier, du trägst das. Das mache ich. Ich bin mir nicht sicher, wo du das aufbewahrt hättest. Das geht dich nichts an, Sam. So. Dahinter haben wir jetzt eine Tür. Moment mal, die musste ich benutzen wahrscheinlich. Und... Da ist ja was drin. Das ist eine Schneekugel vom geheimnisvollen Wirbel in Gullwomp, Washington. So, jetzt haben wir einen neuen Punkt. Ja. Lass mich mal sehen. Fahren wir mal hin. Ciao. So schade, dass sie leer ist. Hätten wir sie schütteln können. So wie jetzt? Genau. Was steht auf dem Boden der Schneekugel? Für Elmo den Yeti. Bleib am Ball. Shavul, der Maulwurfmann. Hey, vielleicht befindet sich Shavul beim geheimnisvollen Wirbel. Lass uns schnell dorthin fahren, bevor mich wieder irgendetwas ablenkt. Okay, dann fahren wir jetzt mal so einen mysteriösen Wirbel und da kommt man raus. So. Jetzt sind wir endlich wieder mit Max zusammen unterwegs und haben Freude und ja, oh Mist, ich einfach so. So, Point and Click. Und wir fahren wieder. Sam, an diesem Ort fangen meine Ohren an zu klingeln. Das ist vielleicht nur die Metallplatte in deinem Kopf. Hä, ja, was? Ja. Hier gibt's ein kleines Easter Egg. Und zwar, das hatte ich mir nicht irgendwie mal nachgelesen. Moment mal, wo ist denn das Easter Egg? Das war irgendwo hier. Moment mal, gehen wir mal da lang. Geh doch da lang. Hä? Wo ist denn das? Das sollte eigentlich hier sein. Ach nee, wahrscheinlich ist das drinne. Naja, gehen wir einfach mal rein. Keine Ahnung jetzt. Oder? Ja, komisch. Eigentlich ist da hinten noch so ein Easter Egg versteckt. Naja. Na, viel zu klein. Komm an keine Tür heran. Gehen wir einfach mal da hinten durch. Durch den Spiegel kann man auch, das weiß ich noch. Aber erstmal gehen wir da hinten durch. Fix! Die Gravitation hat Urlaub genommen und ihr Gepäck verloren. Das ist noch nichts verglichen mit dem, was ich gleich verliere. Ich glaube, ich muss mich übergeben. Druntergeben. Was auch immer. So, gehen wir... Aber was würde ich sagen? Erstmal sammeln wir den Büschel hier an. Schön Yeti-Haar. Noch mehr Yeti-Haar. Was sollen wir mit 3 Yeti-Haaren? Dann rein. Mal benutzen bestimmt. Das sind 91 Yards Wollfaden. Nein, ich will benutzen. So. Können wir den Wirbel ausprobieren? Steigt einfach hinein. Hm.
So, und dann benutzen wir schnell, wo ist es, die Mystery Vortex Kugel mit. Wow. Wow, die Schneekugel hat die pseudomystischen Energien des geheimnisvollen Wirbels aufgesaugt. Ich habe gehofft, dass so etwas passieren würde. Okay, ich glaube nicht, dass sie das möchte. So. Hey, sie ist leer. Oh nein, nicht Schuss. Hallo. Was weißt du über Yetis? Ich stehe kopfsüßer, aber ich leide nicht an Dyslexie. Oh. Hä, was ist das? Fühlst du dich mental auch so unstabil wie ich? Sogar noch mehr. Das verschwindet in ein paar Minuten. Verkaufen Sie solche Schneekugeln wie diese hier? Haben wir mal, aber jetzt nicht mehr. Warum nicht? Weil sie eine unerwartete Auswirkung auf den geheimnisvollen Wirbel hatten. Mit jeder neuen Schneekugel wurde der Wirbel schwächer und schwächer. Das gleiche passiert mir, wenn ich Sitcoms gucke. Und so entschieden wir uns aus finanziellen Gründen, die Schneekugeln aus dem Verkehr zu ziehen. Das bedeutet wohl auch, dass ihr keine Schneekugelplöppel mehr habt. Korrekt. Weißt du, wer Conroy Bumpus ist? Ja, und er war hier und fragte nach einem Yeti. Dann wurde ihm Speil übel und er verschwand. Dieser Ort scheint auf alle Personen den gleichen Effekt auszuüben. Ich suche nach einem Yeti. Du auch? Ich hatte einen Yeti in dem Eisblock dort drüben. Gestern war ich kurz draußen, um meine Wirbelsäule zu dehnen. Und als ich zurückkam, war er weg. Wirbelsäulen dehnen? Cool. Ich musste mich gerade mal komplett umdrehen. Wir kommen zurück. Unten, oben. Das ist für mich alles das Gleiche. Also ich musste mich einmal komplett gerade mit dem Kopf umdrehen. Einfach nur, um zu lesen. Das ist doch krank. Ich kann das nicht so lesen. Außer Mini-Vortex, das ist schön. Groß. Ja. Wir müssen da rein. Dann benutzen wir den Schrank mal, weil wir durch irgendeine Tür müssen. Das weiß ich noch. Und, ja. Boah, erstmal strecken. Boah, nein. Das dauert zu lang. Wo ist es? Max? Oh, da unten. Da. Er wird langsam größer. Mach schneller. So. Wow, der magnetische Strudel wird von Riesenmagneten unter der Erdkruste gesteuert. Irgendwie bin ich traurig darüber, dass wir Amerika um eine seiner Legenden gebracht haben. Reg dich ab. Okay. So, ich würde sagen, legen wir einfach mal den Schalter um. Und den ganz rechts. Erste Kombination, sowas. Das ist ein völlig unbrauchbares Ding. Los, geh schon. Ja, wunderschön. Hier. Und probieren wir jetzt mal aus. Kommen wir raus? Die Kombination soll ja in jedem Spiel eine andere sein. Also, mal gucken, wie dies. Ob ich jetzt zu irgendeiner Tür kann. Ich weiß nicht, welche Tür, aber. Kann ich da rein? Ich könnte doch theoretisch da rein, oder? Ja, ich kann da rein. Cool. Moment mal. Ey, ich hab das doch jetzt nicht direkt schon. Habe ich das direkt gelöst? Oder? Das ist aber mal außergewöhnlich hier drinnen. Außergewöhnlich, aber langweilig. Oh, nix. Okay, ich hätte schon gedacht, ich hätte es gelöst. Das wär's ja jetzt gewesen hier. So.